Seeberg? Nein, ich fahre in 5 Minuten los. Ja, kann ich machen. Nein, nicht vor 18 Uhr. Gut, bis gleich. Herrgott, noch mal. Deine Erdnussbutter bringe ich dir heute Abend. Hallo, Süße. Hast du gut geschlafen? Ja? Ich auch. Wir werden ein wunderbares Wochenende haben. Es ist ein ganz bezauberndes Häuschen direkt hinterm Deich. Was du anziehen sollst? Wieso willst du was anziehen? Ja, ich hol dich ab, wie verabredet. Bis heute Abend. Ich küsse dich auch. Buongiorno, Enrico. Buongiorno, signora. Ecco il suo panino. Voilà. Bitte. Das sieht aber gut aus. Moment, il caffè. Ohne Zucker, wie immer. Ah, Sie sind ein Schatz, Enrico. Ciao. Grazie. Arrivederci. Hi, Mama, halt! Ach, schrei doch nicht so. Warum kannst du das nie? Andere Mütter können das. Ups. Okay. Hallo, Schätzchen. Oma, stell dir vor, Ton fällt aus. Tut mir so leid, Mama. Aber Katjas Mutter muss heute dringend zum Zahnarzt. Der Hort ist noch geschlossen und ich meine, der Babysitter... Kostet ein Vermögen, ist Telefon. Schon gut, Kleines. Komm, Anna. Wer ist es denn? Welches Hotel? Für deinen 50. Am 50. kann man das vielleicht ein bisschen netter umschreiben. Komm, Kleines, fahr los. Sonst ist dein Chef wieder sauer. Danke, Mama. Sie ist auch Mucksmäuschen still. Ja, Anna? Seeberg? Nussvinaigrette. Nein, das geht in gar keinem Fall. Mein Mann ist Asthmatiker. Nein, mein Mann reagiert auf Nüsse mit einem Erstickungsanfall. Denkst du bitte an die Architektin aus München in 10 Minuten? Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn Sie die neuen Menüvorschläge mir einfach durchfaxen würden? Gute Idee. Ja, auf Wiederhören. Mein Schätzchen, du kannst hier nicht malen. Geh darüber an den Tisch. Komm. Ich mag aber hier malen. Nein, hier. Oh, Frau Kaminski. Welchen Umstand habe ich denn Ihren Besuch zu verdanken? Ihre Frau Mutter hat mich heute Morgen vor die Tür gesetzt. Oh. Was ist laut? Ich höre nichts. Du fragst mich, was los war? Hör zu, Mutter. Worüber regst du dich auf? Musst du dich immer so aufregen? Mutter, wir haben jetzt in dieser Stadt fast alle Frauen zwischen 40 und 60 restlos durchgetestet. Du hast die Person eingestellt. Nimm du sie. Sie hat mich heute Morgen aus dem Tiefschlaf gerissen. Aus dem Tiefschlaf waren um 10? Der Kaffee schmeckt wie kalter Fisch. Kaffee? Du sollst überhaupt keinen Kaffee trinken. Und außerdem um 10:30 sollst du deine Tabletten nehmen. Aber wie du möchtest, Mutter. Im Alberto-Stift wird sicherlich bald ein Zimmer frei. Das weißt du sehr genau. Weißt du, was ich glaube? Du wirst alt und unerträglich. Ich gehe in kein Heim. Komm noch sehr gut allein zurecht. Den hat Papa gegessen. Ich muss los. Ich schlafe heute noch bei Christian. Tschüss. Wie ging's denn mit der Klausur? Bist du dran? Seeberg? Pardon, wie war nochmal der Name? Vandenbroek.
Aus Holland? Ach, das nette Wochenendhäuschen. Wie? Bei meinem Mann und wer? Ich? Das habe ich ganz vergessen. Neue Matratze. Schön. Und der Schlüssel liegt beim Kaminholz. Gute Idee. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Liebling, was los? Auf der Hose vom hellen Anzug ist ein kleiner Rotweinfleck. Vielleicht könnte die irgendwer in die Reinigung bringen. War was? Ob was war? Nein. Nur ein Anruf wegen meinem Geburtstagessen, weißt du? Nimm dir das Wochenende frei, entspann dich. Reicht doch, wenn ich durcharbeite. Hm? Viel Erfolg in München, Johannes. Ich ruf dich an. Wie alt ist sie denn diesmal? 17? Buongiorno, signora. Signora? Buongiorno, Enrico. Vergessen Sie's. Wie bitte? Nicht. Von keiner hohen Klippe springen. Ich hab's probiert. Mit Baden in Whisky habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Frühstück? Na, kommen Sie. Kommen Sie. Nein, danke. Ich komme schon alleine zurecht. Wirklich. Sie machen doch keinen Unfug, nicht? Unfug? Ich? Ich bitte Sie. Das habe ich doch längst hinter mir. Verstehen Sie, es ist aus. Immer wieder habe ich ihm verziehen, immer wieder ich, seine wahre Liebe. Keine andere bedeutet ihm so viel wie ich. Dieser Schmus. Fällt euch Männern denn nichts Originelleres ein? Ich mache Ihnen Kaffee. Betrügen Sie Ihre Frau auch? Meine Frau hat mich verlassen vor 6 Jahren. Jüdische Wohnung haben Sie hier. Wirklich keinen Zucker? Mm-mm. Doch.
Einen Löffel. Nein, zwei. Vielleicht ist ihre Ehe, ihre Liebe, vielleicht ist das alles zu... Zu was? Zu elastisch, ja. Sie lassen sich ganz sein, zu viel gefallen. Wer verlässt morgens als Erste das Haus? Sie? Wer arbeitet hart und kommt müde zurück? Sie? Und wer geht für die ganze Familie einkaufen? Auch sie. Die Mülltonnen zum Beispiel. Ihr Mann rührt keinen Finger. Sie stellen sie raus. Jede Woche. Immer wieder. Und er denkt nicht dran. Oder das Fahrrad ihrer Tochter. Sie stellt es direkt vor ihr Auto. Ohne Rücksicht. Jeden Tag. Ich muss gehen. Und spannen Sie mal aus. Ausspannen? Wie denn? Enrico. Sie? Sagen Sie, also nur für den Fall, würden Sie mich vielleicht, ich meine, würden Sie mich... Was? Begleiten? Wohin? Nizza zum Beispiel. Oder kennen Sie Capri? Das ist sehr schön. Es ist Strand, Meer. Ich bezahle auch alles. Es ist kein Problem. Ich mache das. Für den Laden finden Sie doch sicherlich jemand. Und ich dachte auch, das wäre für Sie. Wozu? Wozu? Naja, Urlaub? Vergessen? Sie sagten doch, ich solle ausspannen. Ich muss raus hier. Mir wird das hier alles ein bisschen zu... Naja, ich dachte... Sie wollen es ihm heimzahlen. Sie wollen sich rächen mit mir an ihm. Ich dachte doch nicht. Ich bitte Sie, Signora, Sie brauchen doch nur mit dem Finger zu schnipsen. Schon springt ein Gärtner aus der Hecke. Danke für Ihr Angebot. Schlafen Sie eine Runde. Sie sind ja ganz erschöpft. In Ruhe. Ja? Was? Welcher Tischschmuck? Was ist damit? Nein, 50 Rosen! Nein, nein, nein! Lassen Sie mich den Tischschmuck machen. Ich kümmere mich darum. Ja, bitte. Wiederhören. Oh. Sie, vergessen Sie es. Es war nur so eine Idee, weil ich nicht gern allein... Ach. Schwamm drüber. Ich wollte Sie nicht verletzen. Wann? Morgen? Was morgen? Capri. Zu touristisch. Amalfi. Die Maschine nach Neapel geht morgen um 12.20 Uhr. Amalfi? Nicht gut.
Doch. Schon. Mama, spinnst du? Wo willst du denn hin? Was ist denn Papa davon? Papa? Das ist alles organisiert. Mein Büro übernimmt das Ausladen der Gäste. Und wenn ich zurückkomme, feiern wir im kleinen Kreis. Hast du Hitzewallungen? Zum Nachtisch gibt es Sorbet au Champagne mit Mandelkrapfen. 70 Gäste sind geladen und du willst jetzt kneifen? Mutter, du nimmst deine Pillen, die gelben und die grünen, vormittags und mittags die roten. Meine Tochter hat den Verstand verloren. Ja, das brauche ich nicht mehr. Aber wie sollen wir dich erreichen? Anna, du passt auf deine Mutter auf. Oma, nimm mich doch mit. Sie hat den Verstand verloren. Die Fähre geht in 10 Minuten. Aber zum Hafen geht's da runter. Da war ein Schild, wir müssen da. Touristen. Nur Touristen fahren rechts, wenn das Meer links liegt. Avanti! Barbara, kommen Sie! Wenn wir diese Fähre verpassen, müssen wir hier übernachten. Ach, Enrico, aber mein was Schuh! Was machen Sie denn da? Mein Schuh! Wir müssen uns beeilen. Ach, mein Schuh! Ich bitte Sie, die Fähre geht gleich. Jetzt kommen Sie schon. Beeilen Sie sich doch, bitte. Bereuen Sie. Wie kommen Sie darauf? Wann waren Sie das letzte Mal allein? So wie jetzt. In Urlaub? Ohne meine Familie. Nee. Barbara. Das ist Amalfi. Ma la guarda, ci abbiamo fatto tutto bene, grazie. Un momento. Barbara. Enrico. Barbara, warten Sie doch. Bitte. Könnte es sein, dass es gerade Ihre Mutter war? Sie, meine Mama. Und Ihre Schwester wahrscheinlich? Doch, ja. Und Ihr Bruder, habe ich recht? Aber nein, nicht mein Bruder, meine Schwager. Ach, das ändert natürlich alles. Sie haben mich reingelegt, mich benutzt. Ich benutze Sie? Ja, Sie locken mich hier nach Italien, in dieses Kaff. Und was machen Sie? Sie besuchen Ihre Familie. Heimaturlaub auf meine Kosten. Ich spendiere das Flugticket, die Fähre und Ihr Hotelzimmer. Ich bitte Sie, Sie wollten doch Hals über Kopf weg. Aus Ihrer Ehe fliehen, das Abenteuer suchen, die flüchtige Affäre, schön bitte. Alles, was Sie wollen, aber zu meinen Konditionen. Zu Ihren Konditionen, ja? Ach, wissen Sie was, das war's. Ich bedanke mich für Ihre nette Begleitung und wünsche Ihnen eine schöne Woche mit Ihrer Familie. Wer ist das? Wer ist das? Na, seine Frau, was ist das? Hallo, meine Frau. Enrico. Bravo.
prego, bitte sehr. Ihr Zimmer. Ist doch wunderbar. Das lässt er das frei war. Grazie. Grazie. Prego, Signora. Der Balkon, da gibt es ein kleines Problem. Oh mein Gott. Sie haben etwas spät reserviert. Leider, ich kann nichts machen. Io sono Signora Seberg. Per favore, io voglio una bottiglia di Champagne e di Fragole. Wie bitte? Ja? Achso. Nein, ich hätte gerne eine Flasche Champagner und Erdbeeren mit einer doppelten Portion Pfeffersahne. Ja. Danke vielmals. Zimmer 308. Dankeschön. Oh. Hallo. Hallo, zijn Sie Frau Seeberg? Ja. Die Ehefrau. Siehst du so aus? Was ist passiert? Ach, nix. Nix Schlimmes. Und wo ist mein Vater? Ach, der ist mit der Ambulance ins Krankenhaus gebracht. Sein Bein war ganz kaputt. Aber ihr ist nichts passiert. Ihr? Welcher ihr? Dunkle Haare. Lecker Meiche. Hm? Können Sie hier bitte unterzeichnen? Dunkle Haare. Lecker. Und wie alt? 20? Ja, so. Wissen Sie was? Für den unterschreibe ich nicht. Der kann mich mal, mein Vater. Hat sie nicht gesagt, wohin sie geht? Alfredo, irgendwas gefragt? Eine Nachricht hinterlassen? Nein. Alfredo, ich bitte dich. Wo ist sie? Und wenn ich die Blumen in ihr Zimmer? In ihr Zimmer? Ja. Impossibile. Alfredo, die Signora ist wie eine süße Limoncello. Scusi, Signora, ist ihr noch frei? Prego. Meine Liebe zu vergessen, eine Liebe zu finden und eine Liebe zu lieben. Darum kommen meine Frauen hier. Ciao, Antonio. Come stai? Hey, Enrico. Wie geht's denn? Bist du wieder da? Antonio, die Dame ist mein Gast. Wie bitte? Antonio, arrivederci. Signora, arrivederci. Aber bleiben Sie doch. Vielleicht treffen wir uns wieder am Strand. Chissà, possibile. Alto, va va bene. So eine Unverschämtheit. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich habe Sie doch hier nicht als Anstandsbauer engagiert. Was hat der Gute Ihnen erzählt? Dass die Touristen aus drei Gründen hierher kommen? Und die Zeitung unter seinem Arm hat er nie gelesen. Die ist noch von 82, als Italien Fußballweltmeister wurde. Barbara. Barbara, bitte. Wir wollen noch mal von vorne fangen. Bitte. Hören Sie zu, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja, wir zwei auf der Fähre gehen an Land. Falsch. Ich gehe an Land. Sie kommen drei Fähren später.
Auch gut? Mhm. Wie Sie wollen. Aber das Fantastische ist, Amalfi ist nur ein Quadratkilometer. Und wir laufen uns immer wieder über den Weg. Dann lassen wir es doch darauf ankommen. Sie gehen da hinunter und ich da. Arrivederci. Ich geb's ja zu. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Barbara, das ist meine Heimat hier. Und ich wäre heute so oder so hierher gekommen. Bitte, auch wenn meine Familie hier lebt, wir sind absolut diskret. Ach ja. Hören Sie. Ja? Das Ganze mit uns, das war ein Irrtum. Hm? Geben Sie mir noch eine Chance. Sie wollten sich doch amüsieren. Genau. Wissen Sie, was ich glaube? Der Mut verlässt Sie. Und ich habe Sie so bewundert für Ihr unmoralisches Angebot. Schön. Zugegeben. Nicht gleich am Anfang. Aber ich blicke, Barbara. Wie Sie mich um Begleitung gebeten haben. Übrigens habe ich hier ein Schloss. Naja, eine alte Villa. Ich würde sie Ihnen gerne zeigen. Ich liebe sie. Die Villa, meine ich. Und heute Abend feiern wir da. So richtig. Es wird Ihnen gefallen. Das weiß ich. Barbara? Barbara. Stellt euch vor, wo sie ist. Das ratet ihr nie. Na, wo denn? In Italien. Ach, das ist nie. Doch. Motel La Bussola in Amalfi. Wer? Oma? Anna, du gehst jetzt besser mal nach oben. Ich war bei ihrem Büro. Warum kann ich denn nicht hier mal? Lass sie doch hören, was das für ein Mensch ist, mein Herr Schwiegersohn. Der wer? Niemand. Du darfst doch nur im Fernsehen, ja? Darf ich doch sowieso. Tee bitte. Was ist jetzt auch noch mit den Armen, Oma? Ja, Papa liebt sie doch. Warum tut er das? Was hat Sex mit Liebe zu tun? Oma. Was machen wir jetzt? Mama hockt da einsam in ihrem Hotel und heult sich die Augen aus. Die Touristen sind schon. Capisce? Warum kommen sie nicht mehr? Wir haben die Pizzeria nur renoviert. Aber niemand kommt. Basta. Basta. Und wenn du einmal anfängst mit Schulden, bis hier ersticken sie dich. Serafina, wir verkaufen die Villa und basta. Hm? Ich weiß ja, wie du an allem hier hängst. Grazie mille, Enrico. Ciao. Enrico, un poco di vino? Paolo, quando è più brutto?
Dai, dai, so ist das Leben. Haben Sie sich verirrt? Was ist das für ein Haus? Wer wohnt da drin? Ich. In meinen Ferien. Ganz allein? Ja. Seit mein Großvater starb. Er hatte die Villa meinem Vater und er hat sie uns vererbt. Meine Schwester und mir. Aber sie wohnt unten am Hafen. Diese alte Villa hier, das frisst einen auf. Darum. Ich habe ihn alles aufgegessen. Ratzeputz leer. Enrico, warum sagst du denn nicht, dass sie hier ist? Willst du uns nicht vorstellen? Meine Schwester Serafina, Barbara Seeberg aus Deutschland. Buonasera. Signora Seeberg, wie schön. Mein Bruder hat ja schon so lange niemanden mehr mitgebracht seit seiner Scheidung. Sie müssen unbedingt meine Mutter kennenlernen. Germania, ja? Mein Sohn ist fast Deutscher. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Nun ja. Sie müssen alles erzählen. Und das müssen Sie unbedingt probieren. Bitte schön. Probieren Sie das. Eigener Wein aus Ravello, Signor. Mein Mann Mario. Aha. Oh, Tarantella! Kommen Sie, tanzen Sie mit mir. Arme Guanne de Vega, Arme Guanne de Vega, Arme Guanne de Vega. Ich batte ora. Seit wann versteckst du sie? Mama. Aber älter als du, oder? Shh, vergiss es bitte. Du bist verliebt. Ah. Oh. Schlingel, du. Nanu? Der Engel hat ja den Kopf verloren. Kein Wunder. Er hat sich verliebt. Und jetzt bekommt er Kopf und Gefühl. Die Liebe und dieses ganze Leben hier nicht mehr zusammen. Ah ja? Er ist hübsch, der Engel. Sie können ihn haben. Sie können hier alles haben. Für Sie mache ich ein besonders verlockendes Angebot. Sie wollen verkaufen? Nein, will ich nicht. Darf ich dich was fragen? Du hast mich geduzt. Ach ja? Warum hat dich deine Frau verlassen? Weil ich dumm war. Ich wusste nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum. Sie musste jeden Morgen um 5 aus dem Bett,
Sie arbeitet in einem Labor. In der Klinik. Der Uniklinik. Und ich kam nicht vor zwei nach Hause. Hm. Ich war Chefkoch bei Luigi. Bei Luigi? Mhm. Aha. Weißt du, was Liebe ist? Liebe ist, wenn man in dem anderen lesen kann, wie in einem spannenden Buch. Aber man muss es aufschlagen wollen und kennen, das Buch. Immer wieder. Jeden Tag. Als sie weg war, habe ich die Stelle aufgegeben. Zu spät. Siehst du den Zopf meiner Mutter? Sie hatte einmal ihr Haar wie du. Mein Vater hat es noch berührt, kurz bevor er starb. Seitdem lässt sie es wachsen. Darf ich dich auch was fragen? Mhm. Wollen wir tanzen? Du und ich? Ciao, Ma. Gute Nacht. Gute Nacht. Weißt du, was ich toll fand? Was? Die wundervolle Aussicht aus deinem Hotel. Bestechend, ja. Ich habe hier 5 Zimmer. Frühstück mit Zimmerservice. 4 Sterne. Nein, 5. Alle Sterne am Himmel reichen nicht aus. Seid ihr Italiener eigentlich immer so? Wie denn? Ihr gebt nicht auf. Nee, bevor wir am Ziel sind. Ein schlechter Platz, um seinen Mann zu verfluchen. Mein Koffer! Finger weg! Das ist der Hotelboy, Oma. Das geht schon in Ordnung. Guck mal da! Oh, und da hinten ist, glaube ich, Omas Hotel. Sie hat ausgecheckt. Ihre Sachen werden gerade weggebracht. Ja, wo will sie denn hin? Nach Mexiko? Stopp, Sie können alles wieder aufladen. Hältst du mich für verrückt? Nein. Ich halte dich für etwas sehr Besonderes. Ich mag Frauen, die das Leben lieben. Weißt du? Die weiterlaufen, auch wenn ihre Männer sie betrügen. Oder sie sich mit ihren Schuhen in Fischernetzen verheddern. Setz dich doch in Omas Stuhl hier. Guck mal. So. Ja. Jetzt aber schnell. Wann sind wir endlich da? Puh, ich war auch noch nicht hier. Oma, wir kommen! Was war das? Sie bringen dein Gepäck. Das geht in Ordnung.
unerbittlicher Berg. Der hört ja niemals auf. Wie soll denn da ein normaler Mensch jemals hochkommen? Oma! Oma, da bist du ja! Hallo. Wo kommt ihr denn her? Hallo, Mama. Papa ist so ein Schuft. Wir lassen dich doch nicht allein an deinem Geburtstag. Aber ich habe doch im Büro ausdrücklich gesagt, dass ich nicht... Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Was machst du hier? In dieser Ruine? Wer ist der junge Mann? Er will uns nicht vorstellen. Doch, natürlich. Das ist Enrico. Enrico... Enrico Aleramo. Darf ich vorstellen, meine Familie. Parlez-vous allemand, junger Mann? Aber klar. Sie auch? Wir sind nicht in Frankreich, Oma. Boah. Wohnst du auch hier? Wer? Enrico? Nein, natürlich nicht. Enrico wohnt im Gartenhaus, da irgendwo bei den Zitronenbäumen da hinten. Ach, Sie sind der Gärtner. Das sieht man diesem Unkraut aber nicht an. Alles Unkraut. Was soll das? Oh Mama, die Fahrt auf der Fähre hierher. Ein Traum. Wieso Gärtner? Warum wohnst du nicht in einem anständigen Hotel? Barbara, komm. Ich muss mit dir reden. Hübsche Bruchbude. Bruchbude? Wie könnt ihr denn sowas eine Bruchbude nennen? Allein die Fußböden hier, die sind aber ach ihr. Kenn ich sie nicht irgendwoher? Enrico, das ist völlig unmöglich. Letztendlich sehen alle Italiener gleich aus. Aber wem gehört das Haus? Haus! Ein Haufen alter Steine! Marie, hast du die Majolika hier in der Küche gesehen? Ein bisschen investiert in diese Villa und sie wäre wunderschön. Ja, hast du diese Ruine hier etwa gekauft? Hört das jetzt alles um? Das ist verrückt. Was gerade alles so? Also, wenn ich frustriert bin, dann kaufe ich mir Schokolade. Mama legt was drauf und kauft ein Haus. Hör zu, das ist ja alles ein also großes... schön. Jetzt zeigst du uns die Zimmer, mein Kind. Junger Mann, bringen Sie mir doch bitte meine Koffer auf mein Zimmer. Du kannst doch nicht, Mutter. Mutter, ihr könnt doch jetzt hier nicht einziehen. Wozu sind wir dir nachgereist? Damit wir uns hier Postkarten schreiben? Alle Achtung. Gestern ernährst du mich zu deinem Liebhaber. Heute degradierst du mich zum Gärtner. Und morgen? Darf sich der Gärtner vielleicht eine Flasche Wasser mitnehmen? Enrico, warum denn? Ich habe noch einen Termin. Mama, kommst du? Wir kennen uns hier nicht aus. Natürlich gibt's ein Klo. In jedem Haus gibt's ein Klo. Entschuldigung, hier gibt's ja unglaublich viele Türen. Ich muss mal ins Bad. Ins Bad? Ja. Ja, also. Das Bad ist, hier, nein. Okay. Ja, lass mich doch mal gucken. Wahnsinn. Und die Sachen, die waren alle im Preis drin? Boah, ist ja märchenhaft. Wer steht denn hier? Hier? Hier schlaf ich. Ach, und die Zimmereinteilung steht schon fest? Ja. Wenn die Herrschaften hier unterzeichnen wollen, dann ist alles in Ordnung. Grazie. Die Villa Il Castello aus dem gemeinsamen Besitz von Enrico Aleramo, Sofia Aleramo und Serafina Rocco, geborene Aleramo, gehört dann der Käuferin, Marina del Cantone. Oh, alles wird gut.
brauchen das Geld. Du lebst doch in Deutschland. Was willst du mit so einer Villa hier? Da, Enrico, bitte, unterschreib. Ich kann nicht. Signora, mi dispiace, ma questa qua non è la colpa vostra. Hallo. Was willst du? Entschuldige. Ich fühle mich so. Ich hätte Ihnen doch unmöglich die Wahrheit sagen können. Nein? Was hätte ich Ihnen denn sagen sollen? Dass Ihre Mutter erotische Träume verfolgt? Dass sie eine Affäre sucht? Nur weil Ihr Mann Sie betrogen hat? Noir, wofür schämst du dich? Ich bin kein Teenager mehr. Vielleicht schämst du dich auch für ganz was anderes. Wofür? Ich bin ein Typ von der Straße. Ein Lieferant für Pasta und Prosciutto. Ist doch peinlich. Für eine Frau wie dich. Wie bitte? Das ist doch Unfug. Ah ja? Aber deine Töchter sind erwachsen. Warum sagst du es ihnen nicht? Steh zu dir. Und steh zu mir. Gute Nacht. Diese Betten sind ein Martyrium. Mutter, du schon auf. Wie soll man hier schlafen? Ohne Stadtgeräusche. Es ist ungerecht. Warum sind die Farben hier so anders als bei uns? Möchtest du ein Glas Wasser? Kaffee wäre mir lieber. Kindchen, was willst du hier? Dein Mann ist auf einer anderen ausgerutscht. Na und? Lass mich zufrieden damit, Mutter. Er braucht diese Affären. Bei seinem schwachen Selbstbewusstsein. Du hast mir mal gesagt, ich soll mich von ihm trennen. Weißt du das noch? Ja, vor 20 Jahren. Himmel, du wirst jetzt pralle 50. Du bist ja so aufbauend, Marie. Dankeschön.
verschwendest dein Vermögen für diese Ruine. Was willst du? Zu neuen Erdteilen aufbrechen? Ich bitte dich. Dein Mann ist heiße Luft, ja. Aber er macht eine gute Figur an meiner Seite. Ich weiß, ich weiß. Na ja, hat Kunstsinn. Was man von deinem Vater nicht behaupten konnte. Saubere Fingernägel. Himmel. 28 Jahre Ehe. Barbara. Ihr seid Freunde. Was will der denn? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Möchten Sie einen Kaffee? Ich kann Ihnen... Nein. Mir hast du keinen kochen wollen. Ach. Aber, Signora, wäre es zu viel gefragt, wenn ich vielleicht Ihre Dusche benutzen dürfte? Aber ja, Sie kennen ja den Weg. Denke ja. Morgen, Mama. Noch kein Kaffee? So was Beknacktes. Ich habe mein Bikini vergessen. So was stört dich doch sonst nicht. Buongiorno, Signore. Buongiorno. Oh, ich habe geschlafen. Märchenhaft. Wie schön für dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Kleines. Ja, sieht gut aus, dein Gärtner. Hast du vielleicht was mit ihm? Was schaust du mich so an? Na, du bist ja noch mit 5 auf Stützrädern gefahren. Manche Mädchen riskieren was. Naja, muss auf die anderen gehen. Erledige das jetzt gleich. Ich verspreche es dir. Und Sie sind wirklich hier geboren? Ja. Was ist denn das? Ein Moorbad, in dem man sich die Füße wärmen kann. Möchtest du? Ach, danke. Frühstückt der jetzt immer mit uns? Marie. So ein Shit. Da bist du ja endlich. Hör zu, ich möchte euch etwas sagen. Was ist? Meldet er sich nicht? Nein. Wer? Christian, das ist der mit den silbernen Haaren, den kennst du doch. Ich habe ein Verhältnis mit meinem Prof, müssen Sie wissen. Aber Sex mit Grauhaarigen gilt hier ja als Leichenflederei. Könntet ihr vielleicht mal einen Moment... War das du nicht gemeint? Wie alt sind Sie denn eigentlich? Freddy. 40. Mensch, Mama, weißt du noch, wie wir vor 10 Jahren deinen 40. Geburtstag gefeiert haben, in dieser Burg am Rhein? Oh, das war so romantisch. Ich habe gelogen. Ich bin 44. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass wir... Sagen Sie, Enrico, könnten Sie uns heute vielleicht ein bisschen die Gegend zeigen? Das wäre unwahrscheinlich nett. Ja. Worum geht's denn, Mama? Geht's um deinen Geburtstag? Ein Gärtner als Fremdenführer. Auch gut. Aber vorher sollten Sie mal gründlich wässern. Der Oleander da drüben, der hängt schon so vertrocknet wie ein alter Mann. Aber natürlich, Signore. Ihr Gärtner erfüllt jeden Wunsch. Guck mal, da hinten die Bäume. Das sind Zypressen. Guck mal, und da unten... Das ist Amalfi. Da kommen wir her. Das ist Amalfi. Und hinter diesem Pass, da liegt Ravello. Und diese römische Villa, das ist die Villa Cimbrone. Schön, was? Eine wunderbare Aussicht, oder? Mensch, Mama, ist das schön hier. Aha. Seit wann sind Sie schon Gärtner? Seit wann? Seit wann?
Es traf mich sozusagen unfreiwillig. Über Nacht. Über Nacht? Ja. Mich auch. Ich wollte so gern studieren. Literaturwissenschaften. Mhm. Nur stattdessen habe ich mich... Vorsicht! Danke. Oh. Mami, darf ich spielen gehen? Ja, gern. Ich habe mich in den falschen Mann verliebt, wurde schwanger und... Ja, jetzt sortiere ich Bücher ins Regal. Buchhändlerin. Oh, ist die schön. Was ist das für eine? Das? Na ja, eine Blume. Eine Distel. Vielleicht. Eine Distel? Vielleicht. Was redet ihr denn noch so lange? Wir wollen weiter. Wollen wir das? Guck mal, Mami, was ich gefunden habe. Anna! Komm da sofort weg. Es geht da ganz schnell runter. Es klemmt. Weißt du was? Amelie hat mir gerade erzählt, dass in ihrer Familie niemand so richtig an sie glaubt. Aber das stimmt doch gar nicht. Hier klemmt was! Das ist auch gut so. Der Arzt hat sowieso gesagt, du sollst laufen. Ich kann jemand nachsehen. Gambe. Ich hoffe, Sie waren mal eine wilde Tänzerin. Wild? Nein, begnadet. Ja, ja, das war ich. Diese Beine, schade, sie werden allmählich unförmig. Unförmig? Wie kommen Sie denn darauf? Rollstuhl, ständige Zitzen, Passivität. Ach, nicht doch. Wir sollten endlich ein Restaurant für deinen Geburtstag aussuchen. Der hat was, dein Gärtner. Ne? Marie, möchtest du dich nicht setzen? Nein! Jetzt im Augenblick jedenfalls nicht. Sie haben ihn schon in die Familie geholt. Er meint's ernst. Mario? Mario! Hey. Guarda! Che c'è? Sie haben ihn in die Familie geholt. No. Wir müssen Sie einladen. Nein, Enrico mag das. Jetzt verstehe ich, warum er nicht unterschreibt. Die Deutsche hat Geld. Sie kauft die Villa und er zahlt uns aus. Ja? Moment bitte. Ja? Verstehe. Hier. Ja, schon. Danke, gut. Uwe. Was ist denn? Ich hab sie verhauen. Ich hab Strafrecht schon wieder verhauen. Ich schaff dieses beschissene Studium nie. Denk nicht drüber. Enrico? Amüsierst du dich gut? Doch. Ja? Macht Spaß, was? Was denn? Was denn? Meiner Familie so zu imponieren? Ja, sie zu verführen? Oh, sehr. Vor allem deine Töchter. Ich bin da ganz wie dein Mann. Ich fresse kleine Mädchen für mein Leben gern.
angemessen. Hm? Wofür? Für deinen Geburtstag. Da gibt's zum Nachtisch die echten Delizier-Alemone. Das ist mein Geburtstag, Marie. Es reicht. Du kannst dir dein Essen sonst wohin stecken. Das doch. Ab! Total süß. Hoppla. Schon probiert? Hm. Wie fallen wir denn jetzt eigentlich in deinen Geburtstag rein, Mama? Gehen wir heute Abend essen oder kochst du? Essen. Ja? Ah ja. Essen muss ich mit euch. Aber kochen darf ich alleine. Wunderbar, erdrückend ihr doch alle seid. Ich habe euch nicht gebeten, mir meinen Geburtstag zu vermasseln. Allein wollte ich sein. Hört ihr? Alleine. Ihr könnt mich alle mal. Und du mich auch. Vielleicht sollte mal einer nach ihr sehen. Mama? Amelie? Was ist denn mit dir passiert? Meinst du, das gefällt ihm? Wem? Na, deinem Gärtner. Raus! Mama. Und reicht es jetzt? Hast du dich genug gerecht? Denke ja. Wohin gehst du? Ich klopfe mal bei meiner Schwester an. Vielleicht hat die ein Bett für mich. Aber weißt du, was nett wäre? Wirklich nett. Natürlich nur, wenn es dir keine Probleme macht. Was? Wenn du mir aus meinem Haus meine Tasche geben könntest. Warum machst du es mir nur so schwer? Ich? Ja. Dir? Du stehst dir doch im Weg. So ein Unsinn. Es hätte so schön werden können. Und wenn wir jetzt... Was jetzt? Ich meine, wenn wir einfach noch mal von vorne anfangen würden? Wie denn? So? Oder so? So. Oma! Die lieben sich jetzt, oder? Mama hat doch einen Mann. Wenn die vor Mitternacht ihr Liebesnest nicht verlassen haben, dann trinken wir den Champagner alleine. Guck mal. Was ist denn das? Ein Zungkuss. Anna. Zeig mal.
Was für ein wunderschöner Morgen. Wo fahren wir eigentlich hin? Vertrau mir, das ist meine Heimat hier. Schau dir die Sonne an. Schön, was? Ja, fantastisch. Gleich sind wir da. Oh. Vorsicht, links. Gut, so? Ja. Achtung, gleich bist du... Vorsicht, der Felsen. Sie, sie, Kopf einziehen. La Grotta dello Smeraldo. Barbara, nur für dich. Ich schenke sie dir, die grüne Grotte. Du bist total verrückt. Vielleicht habe ich es nie gewusst. Was? Wie schön das Leben ist. Schnüffelst du Mamas Sachen? Du glaubst es nicht. Was glaubst du, was ich hier habe? Wo lernt man das? Im Jurastudium. Mama hat diesem Typen die Fähre bezahlt. Na und? Welchen ist eure Mutter gewohnt? Der Typ ist ein Gigolo. Wie ich euren Vater kenne, trägt sie auch die Hotelrechnung für seine Liebesnächte. Und nicht nur das, sie hat ihm auch den Flug spendiert. Den Flug hierher? Da haben die sich ja schon in Deutschland. Sie hat ihn abgeschleppt. Und er lässt sich alles zahlen. Ihr auch. Ich schätze nur, ihr zahlt es ihr in geringerer Währung zurück. Oma, verstehst du nicht. Sie bezahlt für ihn. Sie hat ihn gekauft. So richtig? Ja. Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Oma. Das ist wie ein Märchen. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Schluss jetzt! Achtung! Halt dich lieber fest! Bravo! So, raus aus dem Boot! Meines Lebens. Wer? Ich? Du auch. Genau. So stark. Hey, niemand da. Wir hätten uns anmelden sollen. Die Deutschen. So sind sie. Schlafen bis Mittag. Mache mir Kaffee? Ja, bye, bye, bye. Rein mit euch. Wer kann denn das sein? Wo ist das Messer? Wie soll ich Brot schneiden ohne Messer? Lass dich mal dran. Sie tun so, als wenn Ihnen das Haus schon gehört. Buongiorno, Signore. Haben Sie gut geschlafen? Hatten Sie eine gute Nacht? Wer ist denn das? Was fragst du mich? Sie sind bestimmt la Mama di Barbara. Habe ich recht? Serafina. Questa è la mia Mama, Sofia. Mario, mein Mann. Buongiorno, Bellezze. Was wollen Sie hier? Und was ist das? La mia delizia al limone. Hausgemachte Zitronentörtchen. Ein Gedicht. Wo ist mein Sohn? Enrico. Und Barbara? Wo? Na, wissen wir auch nicht, wo die beiden
sind. Amore, amore. Hm? Das ist die Familie von Enrico. Macht nichts. Möchten Sie Kaffee? Ob wir Kaffee wollen? Was trinken Sie denn morgens? Bier? Das hat Mama alles erzählt. Alles hat sie erzählt. Wie sie sich kennengelernt haben. Wie denn? Und habe ich zu viel versprochen? Nein, gell? Ja. Du auch. Okay. Aber warum kennen Sie sich hier so gut aus? Komme. Ups. Na, in der Küche und hier. Ja, das ist unser Haus. Das ist Ihr Haus? Aber das Haus gehört meiner Mutter. Noch nicht. Mir gehört die Villa. Noch gehört sie meine Bellissima. Und Enrico natürlich. Dem Gärtner. Was meinte sie mit Gärtner? Mein Bruder ist Koch. Ach. Weiß meine Mutter, dass die Villa Enrico... Aber natürlich, was denken Sie denn? Der Typ zieht sie aus. Der will nur ihr Geld. Mafiosi! Eure Mutter lässt sich über den Tisch ziehen. Mario. Sarafina. No. Buon appetito. Buongiorno. Mamma, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Buon appetito. Mama, was tust du nur? Der Typ zieht dich allglatt über den Tisch. Was sagst du da? Das ist Amore. Amore? Bei uns nennt man das Hormonstörung. Mutter. Mama, wie kannst du das nur tun? Du kannst doch nicht nur, weil der Typ einigermaßen gut aussieht, gleich Millionen für ihn hinblättern. Was redest du da? Seit wann duzen wir uns? Was für Leute? Wovon redest du? Lass aber! Na, er lockt dich hierher und macht dich scharf. Erst auf sich Freddy. Und dann auf diese Hütte hier. Hast du zu viel getrunken oder was? Hä? Lassen Sie mich los! Sie meine Schwester in Ruhe! Basta! Was gibt's da? Sie müssen die Villa kaufen. Ich bin sonst ruiniert. Die Villa? Was ist mit der Villa? Ich will sie nicht. Aber Sie kaufen sie doch, oder nicht? Sie wollen ihr Geld. Sie wollen nur ihr Geld. Sie Villa verkaufen? Nein. Will ich nicht. Was sagst du denn da? Wir brauchen das Geld, Enrico, te prego. Wir brauchen das Geld, Enrico, wir müssen verkaufen, wir müssen. Ich spiele noch mit ihren Gefühlen. Ich will doch die Villa überhaupt nicht. Ich will doch die Villa überhaupt nicht. Ich will doch die Villa überhaupt nicht. Sie hat uns alle getäuscht, wir brauchen das Geld. Wie sollen wir das machen jetzt? Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Wo ist sie? Hä? Wo ist Barbara? Sie bringt ihr Unglück. Lass sie. Hotelzimmer. Oh, kein Meerblick, ein exklusiver Blick auf die Baustelle. Bitte, Barbara. Das Zimmer hast du bestellt. Weißt du was? Vergiss es. Probe wohnen im Schloss. Blütenblätter auf dem Kopfkissen, Donnerwetter. Barbara. Barbara. Barbara, warte. Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Im letzten Sommer war das. Morgens,
um 7:30. Deine Bluse war so blau wie der Himmel hier. Du standst mir gegenüber in der Haustür. Einen Arm halb im Jackett. Dein Lieblingsjackett vermutlich. Jedenfalls ist es hier. An den Ellenbogen leicht abgenutzt. Mit der anderen Hand hast du dir Klipse an die Ohren gesteckt. Diese großen mit den gelben Steinen und mit den Füßen. Du bist in deine leichten Sandaletten geschlupft. Alles auf einmal, Barbara. Verstehst du? Du willst immer alles auf einmal. Prompt hast du den linken Schuh mit der rechten verwechselt und beinahe, ja. Ich hoffte, du würdest mir in die Arme fallen. Lass das, Enrico. Aber darum geht es. Nur darum. Hör auf dich, was du fühlst. Nicht auf sie. Ich muss jetzt gehen. Du kannst nicht gehen. Nicht so. Ich liebe dich. Hörst du? Du hast mich nie wahrgenommen. Aber ich dich schon immer. Ich liebe deinen verträumten Blick morgens, wenn du die Zeitung holst. Schließe meine Augen und seh dich. Liebe das Schnuppern an Kaffee, bevor du trinkst. Nicht, Enrico, lass das. Ich bin verheiratet, verstehst du? Und jetzt fällt dir das ein? Jetzt? Ja. Ja. Es war sehr schön mit dir. Aber es war nur eine Affäre. Ja? Es war nur eine Affäre. Nur eine Affäre? Okay. Aber wenn du jetzt gehst, musst du mir eins versprechen. Komm nie mehr zurück. Barbara, mein Leben, meine Einzige. Ich habe die Hölle durchlebt. Ich wusste ja nicht, wo du bist. Es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich hab dir noch gar nicht gratuliert. Später, Johannes. Morgen. Ja? Hallo, Mama. Mir tut das alles irgendwie so leid. Ich weiß auch nicht, wie das alles so... Aber wir kommen morgen nach Hause, ja? Und wir bringen auch deine Sachen mit. Ist gut, Freddy. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke, dass wir hier heute noch mal schlafen dürfen. Wir
räumen dann hier auch noch alles auf, ja? Und was hat sie davon? Kindische Geheimnistuere. Warum sagt sie uns denn nicht, was los ist? Sie maßen sich kein Urteil an. Sie nicht. Und schon gar nicht über ihre Tochter. Ist schon auf? Guten Morgen. Morgen. Danke. Pulverkaffee. Du wurdest sehr vermisst, wie du siehst. Ja. Barbara, diese Frau in Holland, sie bedeutet mir nichts. Ich weiß, Johannes. Du bist mir nicht böse? Nein. Erinnerst du dich noch an den Luftballonverkäufer? Welcher Luftballonverkäufer? In dem Park, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ach, der. Genau, der Luftballonverkäufer. Ja. Was siehst du, wenn du die Augen zumachst von mir? Was ich von dir sehe? Ich weiß nicht. Ich sehe, wie du den Tisch deckst. Nein, warte, ich sehe dich tanzen in diesem roten Kleid mit dem tiefen Dekolleté. Es ist gelb. Was ist gelb? Das Kleid. Das Kleid ist gelb. Ich bin gleich wieder da. Barbara, wenn du diesen Brief liest, ist vielleicht schon alles vorbei. Vielleicht liegst du bald in meinen Armen. Vielleicht hasst du mich inzwischen. In 2 Stunden geht unser Flug nach Neapel. Du wirst neben mir sitzen, die nervöse ein Haarsträhne hinter das Ohr schieben. Und für mich wird die Nähe zu dir unwirklich sein. Wer weiß, wie unser Abenteuer endet, aber ich will dir nichts schuldig bleiben. In deinen Händen liegt das Geld für den Flug und die Fähre. In deinen Händen lag vielleicht auch mal mein Leben.